Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop 2019. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Diasil, ja, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Jahreshoroskop. Und ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Dieses Bild symbolisiert dein Geburtshoroskop nach indischen Astrologie. Im ersten Teil habe ich das auch alles erklärt. Dieses Bild bleibt erhalten. Das ändert sich nicht. Das ist dein Lebensplan und zeigt deinen Schicksalsweg, diesen goldenen Weg. Alles andere bewegt sich. Du bewegst dich auch. Krebs symbolisiert dein Geburtsmoment und hieraus machst deine Lebensschritte und bewegst du dich in dein Leben. Das sind die 7-Jahren-Perioden und du bist gerade hier in Tierkreiszeichen Fischen und übergehst bald in Tierkreiszeichen wieder. Das heißt, du stehst kurz davor, eine neue Periode. Und bewegst du dich in diesem Boden Tierkreiszeichen wieder. 7 Jahre lang wirkt dieser Tierkreiszeichen auf dich. Das sind auch Einflüsse von außen. Viele Neuigkeiten, Veränderungen, zeigst du Kraft und Mut und willst du dich durchsetzen. Es werden viele Dinge auf dich zukommen, was dich begeistert. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen und aktiviert immer etwas in dein Horoskop. Uranus befindet sich in Tierkreiszeichen wieder und hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation, aber auch auf dein Ansehen und Anerkennung, dass du in die nächste Zeit Anerkennung bekommst. Uranus bringt diese Veränderungen. Uranus ist bis 6. Januar 2019 rückläufig. Das heißt, es ist etwas gebremst. Kann auch bedeuten, dass du Kontakte hast von Vergangenheit und auf einmal betrachten dich mit anderen Augen und bekommst du die Bewunderung und Anerkennung. Ab 7. Januar wird Uranus direktläufig, ändert sich die Richtung, kommt eine Vorwärtsbewegung und das wirst du deutlich spüren in deiner beruflichen Situation. Rahu ist der Drachenkopf und befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, wirkt auf deine Persönlichkeit, sind karmische Themen, suchst deinen Platz im Leben. Und ändert sich einiges. Natürlich gegenüber in Partnerschaft ist auch die karmischen Knoten bewegt sich im Steinbock. Also Begegnungen, karmischen Begegnungen. Venus befindet sich Januar in Tierkreiszeichen Waage. Und das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das heißt, mit diesem Venus-Energie hast Glück oder verschönerst du etwas. Jupiter vergrößert etwas oder zeigt deine Größe, bringt auch Glück. Jupiter befindet sich in Skorpion, wirkt auch diesem Bereich die Kinder. Bei Jupiter-Energie, wo man sich etwas vergrößert, natürlich auch Schwangerschaft auch möglich, aber bedeutet auch, dein inneren Kind, deine Größe bewusst zu sein. Sonne gibt die Licht, die Klarheit, die Lebenskraft, aber zeigt auch unserem Herzen Angelegenheiten. Und das sollte man auch ernst nehmen, wirkt im Tierkreiszeichen Schütze, also wirkt auf deine berufliche Situation und auch auf deine Gesundheit. Natürlich ist das die indische Berechnung. Merkur sorgt für Handlungen, Gespräche, Termine, Verträge, auch hier im Arbeitsbereich.
Saturn befindet sich auch hier und da hast du Lernaufgabe, beruflich etwas verbessern oder auf deine Gesundheit achten. Bei Saturn-Themen sind das Knie, Knochen, Zähne, manchmal Haut. Pluto befindet sich auch hier und zeigt, bleib in deiner inneren Kraft. Und diese Transformation, was in deiner beruflichen Situation wirkt. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Das sind Träume und Visionen. Und hier in diesem geheimnisvollen achten Lebensbereich ist das gerade die Wandlung. Mars ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir uns durchsetzen im Leben, bedeutet aber auch ein Mann, hat mit Liebe etwas zu tun, in Tierkreiszeichen Fische. Natürlich wirkt auf deinen Mond, auf deinen Geburtsmond und aktiviert deine Gefühle und das hat mit Ausland etwas zu tun. Mond. 6. Januar ist Mond in einer Neumondphase. Ein Neumond ist Mond unsichtbar. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir die Licht in unserem Inneren suchen und auch finden sollen, etwas verinnerlichen. Was sollst du 6. Januar verinnerlichen? Das ist im Schütze. Das hat mit deiner Gesundheit oder mit deiner Arbeit etwas zu tun. Brauchst du Rückzug, brauchst du Ruhe für deine Gesundheit und in beruflichen Situation, dass du Klarheit hast, was möchtest du beruflich verändern. Halbmond ist immer schön, aber immer eine Spannung und wir verspüren die Nervosität, Unsicherheit, Zweifel. 14. Januar ist Halbmond im Tierkreiszeichen Fischen und das hat mit einer Reise was zu tun oder Kontakte zum Ausland. 21. Januar ist Vollmond. Die indischen Astrologen beschreiben das anderes wie im westlichen Astrologie. Sie sagen, das ist Glück, weil dann wird der Lebensweg beleuchtet. Da haben wir die Klarheit. 21. Januar ist Vollmond in Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier, genau, die Zwillinge. Also hier kommt mehr Klarheit, was die Geheimnisse betrifft. Du erfährst die Wahrheit oder du schaust in die Tiefe. Das sind die seelische Bereich oder karmischen Themen. 27. Januar ist Halbmond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist wieder eine gewisse Spannung. Und das ist im dritten Lebensbereich. Und das ist im Internet oder Spannung im Verwandten, Bekanntenkreis. Auch kein guter Tag da, Prüfungen abschließen, weil das hat auch mit Schulungen etwas zu tun. Februar 2019. Uranus bleibt hier oben, hat eine Wirkung auf deine Berufung. Die Mondknoten, beide Mondknoten Krebs, Steinbock, was auch deine geburtskarmischen Themen aktiviert, bleibt. Jupiter bleibt in Tierkreiszeichen Skorpion und hat hier einen Einfluss auf die Kinder, auf deine schöpferische Kraft, auch dein inneren Kind. Venus übergeht in Tierkreiszeichen Schütze. Venus bewegt sich relativ schnell und dann ist schon hier im Schütze und das wirkt auf deine berufliche Situation. Da kommt mehr Harmonie und zeigt sich deine kreative Seite. Venus hier im Schütze. Sehr angenehm im Arbeit. Natürlich gibt auch Lebenskraft und Heilenergie, bringt auch Glück. Saturn, Pluto bleibt. Sonne, Merkur übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Das sind
mehr Klarheit, das ist die Sonnenenergie, was hier etwas beleuchtet und aktiviert hier der Mars in dein Geburtshoroskop, auch die Bereich Partnerschaft. Und bei Merkur-Energie geht es um klärende Gespräche, die Wahrheit und Kommunikation. Und das im Bereich Liebe-Partnerschaft. Neptun bleibt und Mars bleibt auch. 4. Februar ist Neumond in Tierkreiszeichen Steinbock. Wieder Rückzug, die innere Ruhe, innere Kraft finden und das innere Licht, mehr Klarheit zu bekommen bezüglich auf die Partnerschaft. 12. Februar ist Halbmond, also Spannung in Tierkreiszeichen Widder. Diese Spannung erlebst du im Arbeitsbereich. 19. Februar ist Vollmond im Krebs. Du bringst deine Persönlichkeit voll im Ausdruck und bist du auch sichtbar, wirst du wahrgenommen. 26. Februar ist Halbmond im Waage. Spannung in Wohnsituation oder einfach Müdigkeit und es ist gut, wenn du die Ruhe bewahrst. März 2019, Uranus bleibt, Mars übergeht in Tierkreiszeichen wieder und zeigt sich hier Energie auf deinen Arbeitsbereich. Es ist nicht die Arbeit, der Job, sondern hier liegt um die Berufung oder dass du deine Ziele erreichst. Du setzt da Kraft ein, deine Ziele zu erreichen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person du kennenlernst in diesem Bereich oder unterstützt dich. Rahu Ketu bleibt, Krebs Steinbock. Jupiter bleibt auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Saturn Pluto bleibt im Schütze. Und Venus ist in Tierkreiszeichen Steinbock, also Venus ändert sich die Position und übergeht im 7. Lebensbereich, wirkt auf dein Liebesleben. Und hier trifft die bewegende Venus mit deinem Geburtsmars, das heißt aktiviert etwas in die Liebe, Partnerschaft. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann und Merkur in Tierkreiszeichen Fischen. Sonne im Wassermann, hier brauchst Klarheit auch um die ämtlichen Situation oder längst Energie auf deine Träume und kommt diese Veränderung. Merkur hier im Fischen, im 9. Lebensbereich, Kontakte im Ausland oder Fremdsprache oder eine Nachricht von Ausland. 6. März ist Neumond in Tierkreiszeichen Wassermann und das ist die Transformation. Verinnerlichen, was möchtest du verändern im Leben? Wovon sollst du verabschieden, loslassen? 14. März ist Halbmond in Tierkreiszeichen Stier. Halbmond ist schön, aber Spannung. Stier hier im 11. Lebensbereich, Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eine Gruppe von Menschen mit Gleichgesinnten kommt eine gewisse Spannung. 21. März ist Vollmond in Tierkreiszeichen Löwe. Und hier handelt sich deine Werte, Selbstwertgefühl und die Finanzen. Kommt mehr Licht, mehr Klarheit. 28. März ist Halbmond in Skorpion und hier eine gewisse Spannung mit Kindern, eine gewisse Nervosität oder wenn du etwas gestalten möchtest, klappt nicht. 6. März 2019 wird Merkur rückläufig. Das bremst etwas, was die Handlungen und Gespräche betrifft. Bedeutet aber auch, jemand meldet sich von Vergangenheit. April 2019, Uranus bleibt, Mars ändert sich die Position und übergeht in Tierkreiszeichen Stier.
und wirkt in diesem Lebensbereich, wo die Freundschaften sind oder gleichgesinnte Menschen einer Gruppe. Kann auch bedeuten, bei Mars-Energie, dass du Sport machst oder meldest du dich an in einen Sportverein oder Sportclub. Kann auch bedeuten, dass du einen Mann kennenlernst im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Mondknoten ändert sich und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, was eigentlich zeigt, den karmischen Weg, die Suche nach etwas, unserer Aufgabe, unserem Platz des Lebens, befindet sich dann ab April in Tierkreiszeichen Zwillinge und hier aktiviert in deinen tiefen Seelen etwas und das sind karmische Themen. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Schütze, also Jupiter ändert sich die Position, übergeht im Schütze, hat einen Einfluss auf deine berufliche Situation, das sind Chancen, Möglichkeiten und Glück. Saturn, Pluto bleibt im Schütze, Merkur ist rückläufig und kehrt zurück in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das sind Themen mit Ämtern. Venus ist auch in Tierkreiszeichen Wassermann und Sonne ist schon in Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich Monat zu Monat ändert sich die Position. Sonne symbolisiert die Monate. Und Venus ist im Wassermann. Natürlich ist es auch Veränderungen, Gespräche, betrifft Liebe, aber bei Merkur-Energie ist auch Handlungen und mit Ämtern etwas klären. Venus kann auch dir dann Glück bedeuten und die Sonne bringt mehr Klarheit auf. Bezug zum Ausland reisen oder die inneren Klarheit. 11. April ist Jupiter rückläufig. 25. April ist Pluto rückläufig. 30. April ist Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Tierkreiszeichen Fischen. Und das sind Reisen, Ausland, Auslandskontakten, da verinnerlichen, wohin geht die Reise, ein Urlaub oder wohin geht die Reise, deinen inneren Reise. 12. April ist Halbmond in Tierkreiszeichen Zwillinge und das ist eine gewisse Spannung hier, innere Unruhe. Das hat mit unserer Psyche auch etwas zu tun und diese Nervosität verspürst dann. 19. April ist Vollmond im Waage, das beläutet etwas und das ist deine Wohnsituation. 26. April ist Halbmond im Steinbock, Spannung im Liebe-Partnerschaft. Mai 2019, Sonne übergeht in Tierkreiszeichen wieder, natürlich nach indischen Berechnung, also Sonne gibt die Lebenskraft, beleuchtet den Weg und das betrifft deine Berufung. Hier ist auch wichtig, dass du Anerkennung und Respekt bekommst. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Stier, also Mars bleibt. Die beiden Mondknoten Rahu Ketu bleibt die aufsteigende Mondknoten, diese Suche nach unserem Platz des Lebens, unserer Aufgabe, unserer Selbstfindung, ist in Tierkreiszeichen Zwillinge. Ganzes Jahr bleibt hier und du schaust in die Tiefe und das sind seelische Themen, was bei dir dieser Mondknoten aktiviert. Die absteigende Mondknoten hat mit Vergangenheit, mit alten Karma etwas zu tun und dieser absteigende Mondknoten ist in Tierkreiszeichen Schütze
und wirkt ganzes Jahr dann auf deine berufliche Situation, deine wahre Berufung zu suchen, karmischen Erinnerungen. Dann kommt viel Wissen wieder hoch, was intuitiv, wirst du dann intuitiv handeln. Jupiter ist rückläufig und befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das heißt, Jupiter verlässt die Schütze und kehrt wieder zurück zum Skorpion im fünften Lebensbereich. Kinder, Kindheit, inneren Kind, schöpferische Kraft, etwas schön gestalten. Saturn, Pluto, beide rückläufig, bleibt im beruflichen Umfeld. Neptun bleibt im Wassermann. Merkur und Venus ist in Tierkreiszeichen Fischen. Merkur, Venus in Tierkreiszeichen Fischen. Liebe von Ausland, Auslandskontakte. Merkur bedeutet eine Nachricht. 4. Mai ist Neumond in Tierkreiszeichen Widder. Beeinflusst deinen beruflichen Weg, deine Anerkennung, dein Ansehen, sollst etwas verinnerlichen. 12. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Krebs. Das betrifft deine Persönlichkeit, dein Auftreten und zeigt eine gewisse Unsicherheit. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Beeinflusst deine Wohnsituation, da klärt sich etwas auf oder hast du mehr Klarheit. 26. Mai ist Halbmond in Tierkreiszeichen Steinbock und das ist eine gewisse Unsicherheit in die Liebe-Partnerschaft. Juni 2019, Uranus bleibt im Widder, Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Natürlich Sonne dann hier im Stier, Venus in Tierkreiszeichen Widder. Du zeigst deine weibliche Energie, deine Kreativität im Bereich Arbeit, in deiner Berufung. Sonne in Tierkreiszeichen Stier. Merkur ist auch in Tierkreiszeichen Stier. Merkur bewegt sich ziemlich schnell. Mars verlässt Stier. Hier Kontakte, Kommunikation im Freundeskreis kann auch bedeuten, dass du dich anmeldest in eine Gruppe oder einen Verein und unterschreibst hier einen Vertrag. Mars ist im Zwillingen. Du brauchst den Rückzug, damit du in Kraft bleiben kannst. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Leben und das ist sehr geheimnisvoll oder karmisch. Jupiter ist rückläufig, bleibt im Skorpion und interessant ist, dass Juni, Saturn, Pluto und die absteigenden Mondknoten eine Konjunktion bilden. Das sind karmische Themen, Langaufgaben, das auch ernst zu nehmen, eine Transformation, ganz, ganz starke Energie im Schütze und das trifft deine berufliche Situation. Neptun bleibt in Wassermann. 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni 2019 ist Neumond im Stier. Stier im 11. Lebensbereich, das sollst du verinnerlichen. Wer sind deine wahren Freunde? Und trenne Spreu von Weizen. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Und Spannung hier, was die Werten betrifft, achte auf die Finanzen. Nichts unterschreiben in diesem Tag, was mit Geld zu tun hast. Und Löwe neigt dazu, Luxus, etwas kaufen, was zu teuer ist. Löwe liebt auch das. Also hier achte, dass du auf dem Geld achtest und nichts kaufen in diesem Tag.
17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Das gibt die Kraft, die Lebensenergie, die Klarheit, beleuchtet einen Weg, und das hier im Bereich Kinder und natürlich auch die schöpferische Kraft, deine Kreativität. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Das wirkt auf die Reisen, also nicht auf die Reise gehen, kann auch Unsicherheiten auftreten, was Kontakte, Reisen betrifft. Juli 2019, Uranus bleibt im Widder. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Zwillinge. Also du schaust in die Tiefe oder ein gewisser Rückzug, damit du im Lebenskraft bleibst. Venus befindet sich auch hier im Zwillinge. Das kann eine karmische Liebe sein oder Liebesgeheimnisse, natürlich, ist auch möglich. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto bleibt, Neptun bleibt. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das bremst die Gespräche, Kontakte, Kommunikation, aber ist auch möglich, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond im Zwillingen, und das ist die Licht in dein Inneren, besonders hier in dein Psyche und dein karmischen Themen. 9. Juli, Halbmond im Jungfrau, und das wirkt hier im dritten Lebensbereich, und das bedeutet Unsicherheit, Nervosität, was die Internet betrifft oder die Medien betrifft oder Verwandten, Bekannten betrifft. 16. Juli ist Vollmond, gleichzeitig Mondfinsternis. In Tierkreiszeichen Schütze, Mondfinsternis findet immer bei karmischen Knoten statt, also karmischen Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, wieder eine gewisse Spannung bei Reisen hier im Fischen. Und jetzt übergehen wir August 2019. Uranus bleibt, Merkur ist in Zwillingen. Merkur ist hier in Tierkreiszeichen Zwillingen. Genau, Geheimnisse, geheime Gespräche oder erfahren etwas, was du nicht erfahren solltest, irgendwelche Geheimnisse. Hier sind auch die geheimen Feinde. Sonne, Mars, Venus ist in Tierkreiszeichen Krebs, also Sonne, Mars, Venus, die beiden Liebesplaneten hier, und dein Selbstauftreten, also du zeigst es auch, oder hast du diese Ausstrahlung, dass du wahrgenommen bist und Glück, ziehst du die Glück an, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto bleibt, Neptun bleibt. 12. August wird Jupiter direktläufig, ändert sich die Richtung. Im selben Tag, 12. August, wird Uranus rückläufig, bremst etwas ab in deiner beruflichen Situation. 1. August ist Neumond im Krebs. Ein gewisser Rückzug oder nach innen schauen und überlegen, wie geht es weiter oder was möchtest du selbst tun oder für dich selbst etwas tun. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Nervosität, Unruhe, Unsicherheiten trifft die Wohnsituation oder brauchst dieser Rückzug, damit du zur Ruhe kommst. 15. August ist Vollmond im Steinbock, mehr Klarheit in Beziehung. 23. August ist Vollmond, nein, 23. August ist Halbmond in Tierkreiszeichen Widder, Spannung im Arbeitsbereich. Uranus ist auch rückläufig. Uranus hat auch einen Einfluss auf das Nervensystem. 30.
August ist Neumond im Löwe, wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist die königliche Stern und das ist die Herz der Löwen. Achte auf dein Herz und steh dazu. Das ist dein Wert der Wertschätzung und bedeutet auch, kauf etwas Schönes für dich, was dein Herz begehrt. September 2019. Uranus ist rückläufig, bleibt hier im Widder. Die beiden Mondknoten bleiben Zwillinge und Schütze, ganzes Jahr bleiben so. Sonne, Mars, Venus, Merkur befinden sich im Löwe. Sonne, Mars, Venus im Löwe und Merkur auch. Hier handelt es sich natürlich um deine Wertschätzung und um die Finanzen. Das ist dann ganz wichtig, September, diese Thematik. Jupiter bleibt, Saturn, Pluto, Neptun bleibt auch. 19. September wird Saturn direktläufig. Ändert sich die Richtung hier im Schütze, wird auf deine berufliche Situation. 6. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion und das betrifft deine schöpferische Kraft. Etwas möchtest schön gestalten oder hast du Stress mit Kindern oder kommen Kindheitserinnerungen, karmische Erinnerungen und das bringt dich etwas aus der Ruhe. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Hier sind Themen wie Transformation, dieser Prozess, die Veränderungen, dass du da die Klarheit hast, was möchtest du verändern und auch die Kraft, das zu bewältigen, aber sind auch ämtliche Themen und hier kommt die Klarheit. 22. September ist Halbmond im Stier. Das wirkt auf Freundeskreis, Bekanntenkreis oder in einen Verein, kommt eine gewisse Nervosität. 28. September ist Neumond im Jungfrau, also wieder Rückzug, etwas verinnerlichen, Jungfrau-Themen, raus aus dem Internet, weniger Kontakte, nicht so viel Gespräche mit Verwandten, Bekannten in diesem Tag. Oktober 2019, Uranus ist rückläufig, bleibt hier im Widder, wirkt auf deine Berufung. Die karmischen Knoten bleiben auch. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Sonne, Mars, Venus im Jungfrau. Und das Mars- und Venus-Energie ist natürlich die Liebesenergie. Und Sonne gibt die Klarheit und die Wahrheit und das über Internet oder in deine vertraute Umgebung. Merkur ist schon im Waage, Merkur bewegt sich schnell, ist schon im Waage und das sind Verträge oder Gespräche, betrifft deine Wohnsituation. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion, also bleibt. Saturn ist direktläufig in Schütze, bleibt auch. Pluto ist rückläufig im Schütze, Neptun ist rückläufig hier bei Transformation. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Spannung, Unsicherheit im Arbeit. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, Klarheit in welche Richtung geht die Reise und das übereinstimmend mit deinen Gefühlen, das wirkt auf deine Mondenergie hier. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge, brauchst den Rückzug, damit du in Kraft bleibst. Kann auch bedeuten, dass Intriganten sind geheime Feinde und du spürst es auch. 28. Oktober ist Neumond in Tierkreiszeichen Jungfrau, wieder ein gewisser Rückzug und Rückzug von Internet, von Bekannten, brauchst die Ruhe. November 2019, Uranus rückläufig bleibt, karmischen Knoten bleibt auch. Mars ist in Tierkreiszeichen Jungfrau, also Mars bleibt hier im Tierkreiszeichen Jungfrau. Da setzt du deine Kraft ein
was die Internet betrifft, Schulungen betrifft, kleine Reise, Kontakte, aber kann auch eine männliche Person bedeuten. Sonne ist in Waage. Mehr Klarheit in deiner Wohnsituation oder klärt sich etwas. Merkur ist rückläufig, aber erst am 1. November und das ist im Skorpion. Also hier ist die Merkur-Energie, also hier von Waage übergeht im Skorpion und ab 1. November ist dann rückläufig bis 20. November. Die Gespräche nehmen gehen zurück, ein bisschen bremst die Handlungen, Gespräche, kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Jupiter und Venus ist auch hier. Natürlich bei Venus-Energie und mit Merkur-Verbindung ist eine Liebesnachricht und mit dieser Rückläufigkeit jemand von Vergangenheit. Saturn und Pluto im Schütze wird in beruflichen Situationen und in Gesundheit. Am 28. November wird Neptun direktläufig. Das hilft, deine Vision zu leben, deine Träume zu leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock, eine gewisse Spannung in die Liebe, Partnerschaft. 12. November Vollmond im Widder, beleuchtet den Weg zu deiner Berufung, aber auch wichtig, mit vollem Bewusstsein verlangen, in Arbeitsbereich, dass du da wirklich Respekt und Anerkennung bekommst. 19. November, Halbmond in Krebs, unsichere Auftreten oder du traust etwas nicht zu. 26. November, Neumond im Waage, ein Rückzug, daran liegt auch die Kraft und es ist zu Hause. Dezember 2019. Uranus ist rückläufig, bleibt im Widder, wirkt auf deine Berufung. Die beiden Mondknoten bleiben, Zwillinge und Schütze. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion, beleuchtet etwas und das ist eine schöpferische Kraft, etwas kreativ zu gestalten. Merkur war rückläufig und kehrte zurück in Tierkreiszeichen Waage. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Waage. Das bedeutet eine Nachricht, was deine Wohnsituation betrifft oder ein Vertrag, aber auch kann eine männliche Person sein, der sich meldet und das ist privat, möchte dich auch besuchen. Und Venus übergeht in Tierkreiszeichen Schütze und wirkt auf deine berufliche Situation, du lebst deine Kreativität, hast da Glück und verläuft alles schön und harmonisch. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, gibt dir Chancen, Möglichkeiten beruflich. Venus ist die kleine Glück, Jupiter ist die große Glück, erlebst im beruflichen Bereich. Und Saturn, Pluto, Neptun bleibt. 4. Dezember ist Halbmond in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das sind die Ämter. Das ist eine gewisse Spannung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Das betrifft deine Hoffnungen oder betrifft Freundeskreis, Bekanntenkreis, kommt mehr Klarheit. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, achte auf die Finanzen. 26. Dezember ist Neumond im Schütze und wirkt auf deine berufliche Situation, dass du das verinnerlichst, was möchtest beruflich verbessern, was möchtest du beruflich noch erreichen. Liebe Diasilia, das war dieser Jahreshoroskop 2019. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.